Hallo zusammen, an welchen Endgeräten auch immer. Wir beginnen jetzt mit dem ersten Vortrag zum Winterkongress der digitalen Gesellschaft. Den einen muss ich Victor Gjöffri wahrscheinlich nicht vorstellen, anderen mache ich das gerne. Er ist Anwalt aus Zürich, bekannt auch als Präsident von Grundrechte.ch und natürlich, und das freut uns extrem, auch im Vorstand der digitalen Gesellschaft. Den Titel habt ihr hoffentlich schon gesehen, weil sonst hättet ihr euch nicht eingelenkt. Es geht um den Stand nachrichtendienstlicher Überwachung in der Schweiz. Wir werden am Schluss noch etwas Zeit haben für Fragen, aber ich möchte die Einleitung nicht länger machen. Victor, the floor is yours. Danke, Jörg. Ich begrüße euch herzlich zu meinem Vortrag zur nachrichtendienstlichen Überwachung in der Schweiz, zur Praxis und zum rechtlichen Vorgehen. Ich möchte das Ganze anhand von zwei Beispielen erläutern, von zwei Bereichen. Einerseits zur Datensammlung durch den Nachrichtendienst und andererseits zur Funk- und Kabelaufklärung. Das Problem beim Nachrichtendienst ist ja naturgemäß, dass dieser heimlich handelt. Und deswegen weiß man nicht einfach so, was der macht und ob man von ihm erfasst ist. Und es ist immer wieder auch die Frage, inwieweit sieht sich der Nachrichtendienst eigentlich innerhalb des Rechtsstaats und lässt sich das, was der Nachrichtendienst macht, rechtsstaatlich fassen. Zunächst möchte ich mich ein wenig auf die Datensammlung durch den Nachrichtendienst konzentrieren. Es gibt eine recht klare gesetzliche Grundlage mit dem Nachrichtendienst, auch mit klaren Schranken. Die Voraussetzungen, dass der Nachrichtendienst personenbezogene Daten sammeln darf, ist, dass es um Tätigkeiten innerhalb des gesetzlichen Aufgabenbereichs des Nachrichtendienstes geht und dass nicht politische Betätigung und die Ausübung der Meinungs-, Versammlungs- oder Vereinigungsfreiheit in der Schweiz überwacht wird dabei. Der Aufgabenbereich ist in Artikel 6 Nachrichtendienstgesetz aufgezählt, unter anderem Terrorismus und gewalttätiger Extremismus ist darin aufgezählt. Die Schranken, dass die politische Betätigung und die Ausübung der Meinungsversammlungs- oder Vereinigungsfreiheit in der Schweiz nicht erfasst werden darf, findet sich in Artikel 5 Nachrichtendienstgesetz. Historisch ist es so, man kann sagen, eigentlich jedes Mal, wenn man ein bisschen näher hingeschaut hat, wie die Praxis des Nachrichtendienstes ist, musste man feststellen, die ging zu weit. Und auch jetzt hat man feststellen müssen, dass diese gesetzlichen Schranken, die es gibt, nicht beachtet worden sind. Es haben verschiedene Personen und Organisationen, insbesondere ab 2018, Einsichtsgesuche gestellt. Und wir sind seither daran von Grundrechte.ch mit anderen Organisationen, uns ein wenig einen Überblick zu verschaffen. Als wir ein Einsichtsgesuch gestellt hatten im Jahr 2019, kam einiges an Informationen, viele Medienartikel, wo wir erwähnt gewesen sind, unter anderem auch ein Aufruf zu einer Demonstration, die unterzeichnet worden ist von sehr vielen Organisationen. Solche Erfahrungen haben uns dann bewogen, ein Schreiben an die Geschäftsprüfungsdelegation der Eidgenössischen Räte zu senden, an die GPDL. Die GPDL hat dies aufgenommen als Aufsichtseingabe von uns und hat sich dann im Jahresbericht 2019 schwerpunktmäßig mit diesem Problem befasst und hat ein großes Problem zutage gefördert. Unter anderem, dass bis Sommer 2019 in den verschiedenen Datenbanken sich 7,7 Millionen Dokumente angesammelt hatten. Sehr viele Presseberichte und Presse schauen. Zum Vergleich, die Schweizerische Mediendatenbank archiviert pro Jahr ca. 2 Millionen Artikel aus 300 Publikationen. Die GPDL musste feststellen, die Mehrheit dieser Daten hätte weder beschafft noch verarbeitet werden dürfen. Es gab auch Fälle, wo Daten, die schon längst hätten gelöscht werden müssen, wo es entsprechende Anweisungen gab, beispielsweise von kurdisch-türkisch-stämmischen Politikern aus Basel, dass diese Daten nicht gelöscht worden sind.
und der Nachrichtendienst hat ignoriert, dass generell personenbezogene Informationen nicht gespeichert werden dürfen über politische Aktivitäten und dass es, sobald diese Daten über die Freitextsuche auffindbar sind, und das sind sie halt, wenn man sie einfach so mit Samtnamen abspeichert, dass sie dann gar nicht erfasst werden dürfen, zumindest nicht mit diesen Namen. Das Auskunftsrecht funktioniert ungenügend. Die GPDL hat dann auch eine Reihe von Empfehlungen abgegeben. Man musste feststellen, viel zu viele Daten sind gesammelt worden und das Verbot, politische Betätigung und die Ausübung von Grundrechten nicht zu überwachen, ist nicht eingehalten worden. Der Nachrichtendienst hat sich zu rechtfertigen versucht, hat insbesondere gesagt, ja, man hat da einfach vieles erfasst, aber nicht gezielt, auch bei, wenn Auskunft erteilt worden ist, hat dann der Nachrichtendienst immer wieder betont, ja, diese Person oder Organisation selbst sei nicht fischiert worden, was immer das konkret heißt. Und man hat dann eine Weile auch argumentiert, wenn man das einfach so generell abspeichert und gar nicht auf eine konkrete Person bezieht, dann sei das keine personenbezogene Erschließung von Daten. Dies ist aber mittlerweile widerlegt worden. Sobald es in der Freitextsuche auffindbar ist, ist es eine personenbezogene Erfassung von Daten. Die große Frage ist nun, warum eigentlich das alles? Warum geht der Nachrichtendienst so vor? Das legt er dann naturgemäß wiederum auch nicht einfach so offen. Inwieweit sind nun Daten einfach wahllos abgesaugt worden? Inwieweit liegt eine gezielte Beobachtung politischer Betätigung vor? Unsere Interpretation ist, dass es ein bisschen von allem ist. Also man hat offenbar sehr lange den Ansatz einer möglichst breiten und undifferenzierten Erfassung von Daten praktiziert. So ein bisschen alles, was öffentlich zugänglich ist, erfasst. Beispielsweise sind auch Vernehmlassungsantworten und derlei ist gesammelt worden. Und es gibt auch eine Tendenz, wenn andere Behörden und kantonale Staatsschutzstellen etwas melden, dann wird es tendenziell einfach einmal abgespeichert und nicht genügend ausgefiltert. Es ist aber nur schon in den Beispielen, die wir gesehen haben, und das waren alles Personen und Organisationen, die legitimerweise ihre politischen Rechte ausüben und die nicht hätten beobachtet werden dürfen, da gab es gezielte Beobachtungen, dass Flugblätter abgespeichert worden sind, ein Facebook-Like, Parlamentarier, die sich mit irgendwelchen ausländischen Gruppierungen getroffen haben, spätestens, wenn dann eine irgendetwas nicht nur einfach abgespeichert ist, sondern in einer Tagesmeldung des Nachrichtendienstes selbst auftaucht, hat man sich offenbar dann auch aktiv mit den entsprechenden Zusammenhängen befasst. Warum das so ist, darüber kann man nur mutmaßen. Wir gehen schon davon aus, dass tendenziell, wenn man politisch etwas zu bewegen versucht in diesem Land, wenn man es vielleicht nicht nur parlamentarisch macht, sondern auch über Demonstrationen oder über sonstige außerparlamentarische Betätigung, wenn man sich vernetzt, auch in einem gewissen, vor allem progressiven politischen Spektrum, dann riskiert man, dass man erfasst wird, und zwar aktiv. Und wir denken insbesondere Engagement für Umwelt, Klima, das ganze globalisierungskritische Engagement, auch antifaschistisches, antirassistisches Engagement und dergleichen wird erfasst, auch wenn es beispielsweise gewaltfreie Aktionen gibt, wo man sich eigentlich einig ist, das alleine würde noch nicht ausreichen. Also auch solches führt wahrscheinlich dazu, dass man erfasst wird und vielleicht auch, wenn man Verbindungen zu gewissen Exilorganisationen pflegt. Aber wie gesagt, das sind alles nur Spekulationen.
Ich komme dann später auf die Datenspeicherung und die Mittel dagegen zurück. Ich möchte jetzt kurz übergehen zum anderen Thema, das ich beispielhaft bringen will, und zwar die sogenannte Funk- und Kabelaufklärung durch den Nachrichtendienst. Hier betätigt sich der Nachrichtendienst als eine Art Mini-NSA. Das heißt, es werden die kompletten Datenströme über bestimmte Glasfaserleitungen ausgeleitet, automatisiert, durch Computer analysiert. Und wenn man dann irgendetwas findet, das vorgegebenen Stichworten entspricht, dann gibt das einen Hit, weil man vermutet, das könnte nun ein Hinweis auf terroristische oder weiß ich nicht, welche Aktivitäten sein, die den Nachrichtendienst interessieren. Und das wird dann von Personen durchsucht, vom ZDO, und allenfalls werden die Hits dann an den Nachrichtendienst weitergeleitet. Bei der digitalen Gesellschaft haben wir das einmal in diesem Schema dargelegt. Also jegliche Internetströme können im Prinzip erfasst werden. Das Ziel wäre eigentlich, dass man grenzüberschreitenden Datenverkehr analysiert. Nur gibt es blöderweise kein rein schweizerisches Internet. Und wo welcher Datenverkehr durchgeht, lässt sich auch noch nicht so einfach bestimmen. Und sehr oft, auch wenn jetzt jemand in der Schweiz mit jemand anderem in der Schweiz sich irgendwie über das Internet austauscht oder sich Informationen beschafft, wird das Ganze über irgendwelche Server und Leitungen gehen, die im Ausland liegen und können dementsprechend von der Funk- und Kabelaufklärung erfasst werden. Das Ganze findet ja total heimlich statt, also man würde nicht mitkriegen, wenn man hiervon erfasst wäre. Bei der digitalen Gesellschaft sind wir der Auffassung, dieses Vorgehen ist nicht zulässig. Wir haben ein Beschwerdeverfahren gestartet mit dem Ziel, dass die Funk- und Kabelaufklärung gestoppt wird. Ein entsprechendes Gesuch an den Nachrichtendienst des Bundes wurde von diesem materiell nicht behandelt. Und das Bundesverwaltungsgericht hat das dann in seinem Entscheid, wo wir das angefochten haben, bestätigt und war der Auffassung, wir, das heißt die digitale Gesellschaft und einige weitere Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer, darunter Aktivistinnen und Aktivisten, Journalistinnen, Journalisten und ein Rechtsanwalt, seien nicht befugt, seien nicht legitimiert, hier so ein Beschwerdeverfahren zu verlangen und eine Überprüfung dieser Praxis zu verlangen. Das Bundesgericht hat dann anders entschieden. In einem Entscheid vom 1. Dezember 2020 hat es die Beschwerde gutgeheißen und hat das Ganze zurückgewiesen ans Bundesverwaltungsgericht. Diese müsse das nun materiell behandeln. Es ist ein sehr interessantes Bundesgerichtsurteil. Hier werden einige Grundsätze, die der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte für derartige Massenüberwachungssysteme aufgestellt hat, eins zu eins und sehr gut und sehr gründlich in die Schweiz übertragen. Und weil man eben nicht mitkriegen würde, wenn die eigenen Daten erfasst würden von dieser Funk- und Kabelaufklärung, weil man sich auch beispielsweise mit einem Akteneinsichtsrecht oder Auskunftsrecht, auch mit dem sogenannten indirekten Auskunftsrecht, auf das komme ich dann noch zurück, nicht wirklich wehren kann, hat das Bundesgericht entschieden, es muss für die Betroffenen die Möglichkeit geben, das System der Funkaufklärung und Kabelaufklärung in der Schweiz Überprüfung zu lassen. Und es muss überprüft werden, ob dieses System die Grundrechte verletzt. Und da darf man nicht einfach nur aufs Gesetz schauen, sondern man muss schauen, wie sieht das in der Praxis aus? Was sind die Richtlinien, die Weisungen? Wie wird das umgesetzt? Und
Auch ganz wichtig, wie ist die Kontrollpraxis der Aufsichtsbehörden? Es gibt ein Aufsichtsgremium über die Geheimdienste und auch die Geschäftsprüfungsdelegation befasst sich regelmäßig damit. Und wie gesagt, hier wird eigentlich die Praxis der Straßburger Organe in die Schweiz übertragen, insbesondere das Urteil Big Brother Watch. Zurzeit ist das Ganze am Bundesverwaltungsgericht hängig. Es wird jetzt zu klären sein, was das Bundesverwaltungsgericht konkret überprüft. Wir haben nun die Möglichkeit, diesbezüglich Beweisanträge zu stellen. Und ich denke, es wäre sehr interessant und ist sehr wichtig, dass insbesondere auch unabhängige Experten sich zu dem Ganzen äußern und aufzeigen, worin dieses System besteht. Denn, diese Erfahrung haben wir jetzt auch in diesem Beschwerdeverfahren gemacht, der Nachrichtendienst wird probieren, dem Bundesverwaltungsgericht ein X für ein U vorzumachen und wird irgendwelche Sachen schreiben, die technisch nicht den Gegebenheiten entsprechen und dementsprechend die Praxis auch nicht abbilden. Nun wieder zurück zum ersten Thema. Wie gesagt, der Nachrichtendienst hat sehr stark überbordet bei der Sammlung personenbezogener Daten. Sehr vieles ist gelöscht worden, aber auch in jüngerer Zeit haben wir immer wieder von Fällen gehört, wo viel zu viel gesammelt worden ist. Was kann man hier tun? Grundsätzlich gibt es ein Auskunftsrecht oder kann man verlangen, dass einem offengelegt wird, welche personenbezogene Daten der Nachrichtendienst über einem gespeichert hat. Man kann also ein Einsichtsgesuch stellen. Es gibt, je nachdem, wenn man die Auskunft nicht bekommt, das Verfahren des sogenannten indirekten Auskunftsrechts und es gibt auch gewisse Möglichkeiten von Rechtsmitteln. Das Ganze ist einerseits im Datenschutzgesetz geregelt, es gibt aber Einschränkungen, es gibt eine spezielle Regelung für gewisse Daten im Nachrichtendienstgesetz. Viele Personen und Organisationen haben das durchgespielt und sind weiterhin daran, beispielsweise BASTA in Basel, wir von Grundrechte CH und auch wir von der Digitalen Gesellschaft haben Gesuche gestellt und mehr oder weniger Auskunft erhalten. Als Beispiel, wie das gelaufen ist bei BASTA, die haben ein Datenauskunftsgesuch gestellt, haben dann zuerst einmal ein Schreiben bekommen, dass sie in gewissen Datenbanken nicht verzeichnet wären. Im OSINT-Portal, da geht es um öffentlich zugängliche Daten, da sei eine Medienmitteilung gespeichert, wo BASTA vorkomme. Und dann ist in Bezug auf viele heikle Datenbanken, wo also insbesondere bezüglich Terrorismus, gewalttätigem Extremismus etc. Daten gespeichert sind, die Auskunft aufgeschoben worden. Dieser Aufschub ist möglich, früher oder später muss dann aber entschieden werden, ob dennoch Auskunft gegeben wird oder ob das komplett verweigert wird. Notabene kann die Auskunft auch in Fällen aufgeschoben werden, wo gar keine Daten da sind über eine bestimmte Person. Also man hat das so ausgestaltet, ein wenig kafkaesk, dass man dann aus diesem Aufschub und der weiteren Überprüfung dieses Aufschubs möglichst keine Rückschlüsse ziehen kann als betroffene Person. Im August 2020 sind dann zwei Verfügungen gekommen vom Nachrichtendienst, wo man gesagt hat, in JASA-GEX, das ist die Datenbank zu Gewaltextremismus, würde die Auskunft in zwei Dokumente verweigert, die seien geheim, mehr wurde nicht gesagt. Und es wurde auch gesagt, in administrative Daten in bestimmte da käme BASTA in 18 Dokumenten vor, da würde die Auskunft auch verweigert. Gegen beides hat BASTA Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht erhoben.
Bei den administrativen Daten in GEWER hat sich inzwischen herausgestellt, dass das irgendwie aus dem Schriftenwechsel kommt zwischen dem Nachrichtendienst und der GPDL. Warum das alles nicht offengelegt werden können soll, ist uns nicht klar. Am Schluss hier noch Empfehlungen von unserer Seite zum Vorgehen. Das Ganze ist ein bisschen kompliziert, und zwar deshalb, weil wenn es um die einen Daten geht, dann richtet sich das Ganze nach Datenschutzgesetz, und wenn es um andere Daten geht, gibt es ein spezielles Verfahren nach Nachrichtendienstgesetz. Und das geht dann auch in Bezug auf Rechtsmittel verschieden weiter. Man kann auf jeden Fall einfach mal generell ein Gesuch stellen. Wir haben entsprechende Formulare bereitgestellt bei Grundrechte.ch. Wenn man Auskunft erhält, ist alles gut. Wenn es verweigert, beschränkt oder aufgeschoben wird, dann wird es ein bisschen kompliziert. Die Datenbanken, die in Artikel 63 Absatz 2 NDG erwähnt sind, für die gibt es dann bei Verweigerung oder Beschränkung ein kafkaeskes Überprüfungsverfahren, eben dieses sogenannte indirekte Aufsichtsrecht. Man kann dann verlangen, dass der eidgenössische Datenschutzbeauftragte das Ganze überprüft, ob das rechtens sei. Der schickt einem dann, wenn er das gemacht hat, einen nichtssagenden Brief, wo alle Varianten drin vorkommen und sagt, es ist alles in Ordnung jetzt oder war schon immer oder überhaupt. Und das kann man dann noch durch das Bundesverwaltungsgericht überprüfen lassen. Die machen nochmals dasselbe und geben einem noch einmal dieselbe Auskunft bzw. Nicht-Auskunft. Sie sagen einfach, sie hätten es überprüft. Wenn es nicht diese Datenbanken betrifft und die Auskunft wird verweigert oder wenn sie dann nach einem Aufschub definitiv verweigert wird, die Auskunft, dann kann man nach Datenschutzgesetz vorgehen, dann kann man Beschwerde erheben ans Bundesverwaltungsgericht und verlangen, dass einem die entsprechenden Daten offengelegt werden. Soweit die Rechtslage in der Schweiz. Das Ganze wird jetzt deshalb noch ein wenig komplizierter, weil das nicht kompatibel ist mit der Europäischen Menschenrechtskonvention. Die Möglichkeit, dass der EDÖP oder das Bundesverwaltungsgericht das alles nachschaut und sagt, ja, ja, irgendwie ist es schon in Ordnung, das ist ja nicht ein wirkliches Beschwerderecht. Und eine solche Beschwerde muss einem zustehen gemäß EMRK, weil eben verschiedene Grundrechte betroffen sind, insbesondere der Anspruch auf Privatsphäre und je nachdem noch der Anspruch auf Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit etc. Man kann deshalb parallel oder zu einem späteren Zeitpunkt dann auch noch geltend machen, nein, ich will jetzt eine Beschwerdemöglichkeit, macht eine Verfügung, und wenn die dann erlassen wird, und sei es nur, dass sie sagen, ja, ja, aber wir behandeln das nicht, dann kann man ans Bundesverwaltungsgericht oder man kann Rechtsverweigerungsbeschwerde erheben. Wir hoffen weiterhin, dass möglichst viele Personen solche und Organisationen solche Gesuche stellen und sind auch sehr froh, wenn wir dann über das Ergebnis des Ganzen orientiert werden. Bei Grundrechte.ch geben wir da auch gerne Hilfestellungen oder man kann auch mich direkt kontaktieren. Gerade um, damit man sich in diesem kafkaesken Prozedere da zurechtfindet. In diesem Sinne zum Schluss der Aufruf, bleibt da dran, stellt Gesuche, stellt weiterhin Gesuche und akzeptiert dann auch nicht einfach alles, was zurückkommt. So, das wären meine mein vorbereiteter Beitrag und wir können jetzt sehr gerne auch noch mit Fragen und Diskussionen weitermachen. Ich gebe da für das gerne an Jörg zurück.
Herzlichen Dank, Viktor, für diesen sehr spannenden Vortrag. Ich versuche es mal mit einem Applaus von meiner Seite. Ich nehme an, der Rest des Publikums ist auch dabei, aber virtuell ist das halt nicht ganz so akustisch schön wie in echt. Ihr könnt alle Fragen stellen. Ihr habt den Chatraum schon hoffentlich entdeckt auf hackint.org. Ich werde dort die Fragen ein bisschen anschauen und entsprechend stellen, aber ich möchte gleich eine Frage zu starten, dass die anderen mal schreiben können. Du hast gesagt, es sollen möglichst viele solche Anfragen starten. Wird jemand das auch ein bisschen auswerten? Ich meine, wenn ich für mich das anschaue, ich habe keine Ahnung, sagen die jetzt viel zu mir oder wenig oder jetzt in meiner Position hat es hoffentlich etwas drin. Aber wie soll der normale Alltags-User wissen, ob das jetzt viel oder wenig ist? Wer Auskunft erhalten hat oder auch nicht, kann uns das gerne per Post oder per Mail senden, also an grundrechte.ch. Wir sammeln solche Auskünfte. Wir versuchen, das ein bisschen zusammenzutragen und auszuwerten. Wollen das dann auch noch ein bisschen breiter zugänglich machen. Unsere Interpretation der Praxis vermutlich dann zusammen noch mit bestimmten Medien oder mit Journalistinnen und Journalisten, dass man sich da wirklich ein Bild machen kann. Für das sind wir froh um alle Auskünfte, auch wenn das Ganze dann vielleicht recht banal erscheint. Also man kann uns das gerne senden. Ist dann aber bei euch die Privatsphäre gewahrt oder sind ihr dann wiederum auskunftspflichtig, wenn ihr hier unterstützt habt oder kann man das anonymisieren im Voraus? Das kann man uns natürlich auch anonymisiert schicken. Also wir geben das nicht einfach raus. Also es wird nicht möglich sein, jetzt von uns die Information zu erhalten, was wir da erhalten haben, wenn die Betroffenen nicht einverstanden sind. Also wir wahren diese Diskretion. Allenfalls wären wir daran interessiert, daran etwas zu publizieren daraus. Aber das machen wir nur, wenn wir auf entsprechende Rückfrage dann Zustimmung von den Betroffenen erhalten haben. Sonst behalten wir das Ganze für uns. Okay, dann gibt es mal einen Applaus aus dem Chat und ein Kompliment an die Arbeit von grundrechte.ch im Speziellen, was ich natürlich sehr unterstützen kann. Und eine Frage wurde aber auch konkret gestellt, der EDÖP, also der eidgenössische Datenbeauftragte, kann der wirklich hilfreich sein? Kann er, wenn man selber keine Auskunft bekommt, kann er Fehler erkennen, kann er sie korrigieren? Hat er noch mehr Möglichkeiten und wenn ja, welche? Das ist eine sehr gute Frage. Der EDÖP gibt dann eine Empfehlung ab. Es gibt aber Bundesverwaltungsgerichtsentscheide schon seit langem, die sagen, das nennt sich Empfehlung, das muss aber umgesetzt werden. Und auch die GPDL schaut sich je nachdem konkrete Fälle an und verlangt dann auch Korrekturen. Also dieser Mechanismus, denke ich, funktioniert grundsätzlich. Es gibt aber dabei natürlich ein großes Problem. Der EDÖP kennt ja den konkreten Fall nicht, er kennt die Hintergründe nicht, warum jemand erfasst ist. Bei gewissen Fällen wird ihm ohne weiteres ins Auge springen, dass da jemand zu Unrecht erfasst worden ist, bei anderen aber nicht. Und man weiß ja nicht, in welchem Zusammenhang jetzt jemand konkret erfasst worden ist. Um was dann aus diesem Zusammenhang heraus vom Nachrichtendienst noch insinuiert wird. Also ein Beispiel sind diese kurdisch-türkischstämmigen Politikerinnen und Politiker aus Basel. Da wurde irgendwie gespeichert, dass irgendein kurdisches Blatt sich gefreut hat darüber, dass die in den Großen Rat gewählt worden sind. Das wurde dann schon erkannt, dass das nicht richtig ist. Aber was ist, wenn jetzt der Nachrichtendienst sagt, ja, also wir vermuten, diese Politikerinnen und Politiker stehen in Verbindung mit der PKK oder was weiß ich. Also solche Vermutungen, wenn es die denn gibt oder wenn es überhaupt nicht klar ist, dem EDÖP oder der GPDL, was jetzt hier wirklich die Zusammenhänge sind,
Das kann dann nur die betroffene Person allenfalls berichtigen. Diese Information hat der EDÖP von sich aus nicht. Aber das könnte man ja dem EDÖP weitergeben, diese Information, wenn man selber betroffen ist. Das kann man. Das Problem ist, dass man ja wiederum nicht weiß, ob man wirklich gespeichert ist oder nicht. Ja. Und mit was, wenn es der EDÖP überprüft, oder? Und irgendwie hausieren will man dann ja wahrscheinlich in der Regel auch nicht, oder? Und womöglich Informationen geben, die die noch gar nicht haben. Ja. Also da sieht man eben, was der fundamentale Unterschied ist zwischen einer Beschwerde, wo das alles im Verfahren nachvollziehbar dann ausgetragen ist, beide Seiten argumentieren, und diesem sogenannten indirekten Auskunftsrecht. Also die Frage ist, wie viel muss ich preisgeben, um herausfinden, was passiert ist, ohne zu viel preiszugeben? Richtig, also wir haben vor einigen Jahren dann auch für bestimmte Personen Gesuche gestellt, wo wir schon eine Vermutung hatten, in welchem Zusammenhang die erfasst worden sind. Aber das war dann genau deswegen ganz heikel, oder? Bringen wir jetzt Informationen, die zu einer Korrektur der Einträge führen können, oder fallen wir da mit der Tür ins Haus? Dann die Varianten des Applaus mehren sich im Chatroom. Es wurden auch zwei Links gepostet, von Grundrecht ein Beispiel, wie so etwas aussehen kann, und auch etwas aus der digitalen Gesellschaft. Eine Frage, die auch getaucht ist, wenn man jetzt solches Begehren stellt, gibt es da Kostenfolgen? Oder wenn wir jetzt das von vorher hören, ist es sogar sinnvoll, das anwaltlich begleiten zu lassen, oder ist das übertrieben? Für das Gesuch fallen keine Kosten an, und da kann man einen Standardbrief verwenden, da braucht es auch keine anwaltliche Unterstützung. Wenn konkrete Fragen sind, wie gesagt, kann man uns bei Grundrechte.ch gerne anfragen, da können wir gewisse Hilfestellung bieten. Dieses indirekte Auskunftsrecht kostet beim EDÖP auch nichts, beim Bundesverwaltungsgericht glaube ich auch nicht, da bin ich jetzt aber nicht mehr ganz sicher, ehrlich gesagt. Wenn man dann eine definitive Verweigerung hat, allenfalls der Auskunft, und man ficht das an, dann ist mit Kosten zu rechnen, also mit Gerichtskosten zwischen 1.000 und 2.000 Franken für das Verfahren vor Bundesverwaltungsgericht. Und wenn man es ans Bundesgericht tragen würde, noch einmal mit so viel Gerichtskosten. Und dort würde ich dann zumindest abklären, ist es besser, es das alleine zu machen, oder besser mit anwaltlicher Unterstützung, die dann natürlich zusätzlich auch noch kosten würde. Aber also das kann man dann auch relativ kurz machen. Also pro Instanz vielleicht 500, 1000, 1500 Franken. Aber es ist so, wenn man das macht, dann muss man mit Kosten rechnen und muss natürlich auch bereit sein, das aufzuwerfen. Wenn man dann allerdings durchdringt, also Erfolg hat, da muss man zumindest die Gerichtskosten nicht übernehmen und bekommt dann auch eine Parteientschädigung für die Anwaltskosten. Okay. Kleine Info noch, du hast mehrmals die Abkürzung GPDL erwähnt. Das ist, glaube ich, die Delegation der Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates. Ist das die Abkürzung? Ja, also aus beiden Räten. Ja, das ist richtig. Also das ist ein sehr breites Aufsichtsgremium, diese Aufsichtskommission. Die hat dann wieder eine spezielle Geschäftsprüfungsdelegation, die auch verschiedene Bereiche anschaut. Und ein Bereich, den die eben untersuchen, ist der Nachrichtendienst. Die haben schon mehrere sehr gute und sehr griffige Berichte zur nachrichtendienstlichen Tätigkeit geschrieben. Die können wirklich auch hartnäckig sein. Allerdings, und deshalb haben wir auch diesen Brief an die GPDL geschrieben, die haben natürlich nicht von sich aus einfach den Überblick über die Praxis. Die müssen das sich auch irgendwie verschaffen und sind da auch froh um Hinweise, in welcher, in Anführungszeichen, Fische sie am besten mal suchen gehen. Also ich kenne sie ein bisschen aus meiner Tätigkeit, die ist sehr themenmäßig sehr breit aufgestellt, hat natürlich den Vorteil, dass sie relativ viele Kompetenzen hat, sehr schnell, sehr tief
in Verwaltungstätigkeiten hineinzusehen. Ist aber natürlich auch nicht in dem Sinne eine Auskunftsstelle für die Bevölkerung. Aber sie wird, wenn Themen heiß werden, sehr gerne aktiv. Wir sind noch am Abklären, ob der eine Link der digitalen Gesellschaft öffentlich einsehbar ist oder nicht. Aber ich bin sicher, da wird vielleicht mal noch später ein Link dazukommen. Und jetzt werden die Fragen ein bisschen technischer. Werden auch verschlüsselte Daten analysiert, in dem Sinne ja nicht, aber einfach mal auf Vorrat gespeichert, vielleicht weil man sie später mal knacken kann oder verkaufen kann. Was ist so deine Meinung dazu? Exakt sagen kann ich es nicht, weil die Stichworte, die Suchbegriffe und wie das funktioniert genau, wird nicht offengelegt. Meine Interpretation ist die, dass bei der Funk- und Kabelaufklärung, dass man da einerseits Suchwörter oder Gruppen von Suchwörtern eingibt. Ich vermute aber auch, dass man danach sucht, wer ist mit wem, beziehungsweise welche IP mit welcher IP oder woran man das dann immer festmachen kann in Verbindung. Das heißt, es wird sich wahrscheinlich in erster Linie auf Inhaltsdaten konzentrieren, dass man versucht, den Inhalt durch den Computer analysieren zu lassen, und dass einem der Computer dann sagt, halt, das könnte irgendetwas Terroristisches sein beispielsweise. Ich gehe aber davon aus, dass man auch nach Metadaten sucht, also irgendwelche Verbindungsdaten. Von wo kommt das, von welcher IP oder von welchem Mail-Absender oder was weiß ich, dass das konkret dann ist. Und das heißt, wenn es verschlüsselt ist, zumindest gut genug verschlüsselt ist, wird der Inhalt nicht erfasst werden können von der Funk- und Kabelaufklärung. Hingegen können natürlich auch bei verschlüsselter Kommunikation Metadaten, Verbindungsdaten anfallen, mit denen dann vielleicht der Nachrichtendienst oder dessen Computer etwas anfangen kann. Und insoweit ist man dann auch bei verschlüsselter Kommunikation nicht einfach vor Überwachung sicher. Dann wurde gefragt, die GPDL, wie oft dort die Mitglieder wechseln. Eine Antwort wurde schon gegeben. Ja, die Kommission wird einmal pro Legislatur, pro 4 Jahre gewählt. Aber es wird bei diesen Kommissionen auch darauf geachtet, dass dort ein bisschen mehrjähriges Wissen vorhanden ist. Also nicht, dass alle 4 Jahre komplett neue Leute sind. Dann eine Frage noch gestellt wird, macht es Sinn? Und wenn ja, wie oft soll man so ein Auskunftsbegehren wiederholen? Alljährlich zu Weihnachten oder jedes Jahrzehnt? Oder? Also ich habe den Eindruck, der Nachrichtendienst hat das Ganze für den Moment wieder ein wenig zurückgefahren. Aber wie lange das hinhält, wissen wir nicht. Also das war ja schon nach dem Fischenskandal, nach 89 so, dass das Ganze stark zurückgefahren worden ist. Es gab schon einmal eine Phase, wo die GPDL, was war das, vor 10, 15 Jahren übermäßige Aktivitäten festgestellt hat. Da hat man dann auch einiges gelöscht, aber das Ganze ist wieder angewachsen. Also von daher, alle paar Jahre kann sicher nicht schaden. Und sonst würde ich sagen, es kommt darauf an. Also ich würde jetzt abzuschätzen probieren, ob sich der Nachrichtendienst halt nicht doch wieder für gewisse meiner Aktivitäten oder Aktivitäten in dem Bereich, wo ich mich politisch engagiere, interessieren könnte. Oder vielleicht haben sich da bei mir auch neue Schwerpunkte ergeben oder bei meiner Organisation. Und dann wenn man dann denkt, ja, vielleicht interessieren sich die jetzt doch wieder oder wieder mehr für einen, dann würde ich wieder ein Gesuch stellen. Und weiß auch nicht, vielleicht jedes Jahr oder alle 2 Jahre, kommt ein bisschen darauf an. Wie gesagt, es ist recht schwierig, über diese, also von außen mit einigen Müßigen, die man hat, wirklich einzuschätzen, was da der Nachrichtendienst eigentlich die ganze Zeit so macht. Ja, wahrscheinlich ist es so. Sie werden immer wieder ein bisschen mehr probieren, bis sie merken, dass sie Lärm verursachen, dann werden sie wieder ein bisschen zurückgehen.
damit sie nicht ins Schussfeuer geraten. Eine Frage, die noch gestellt worden ist, wenn man andere europäische Länder nimmt oder EGMR-Länder, beschwerderechtmäßig oder Einsicht, sind die viel besser? Wenn ja, welche Länder machen das besser? Oder ist die Schweiz hier gut, mittelmäßig aufgestellt? Also da muss ich jetzt ehrlich sagen, habe ich den Überblick nicht, also insbesondere nicht, was die Datenauskunft betrifft, wenn man das so individuell nachfragt. Was man sagen kann gegen Massenüberwachungsprogramme, gibt es in vielen europäischen Ländern gibt es Beschwerden und es gibt auch mehrere Urteile des EGMR dazu, auch der EuGH, also der EU-Gerichtshof hat sich mit derartigen Sachen schon befasst, auch verschiedene höchste Gerichte in den einzelnen Staaten. Also da gibt es eine recht breite und bunte Rechtsprechung. Darf ich kurz unterbrechen? Aber es ist auch ein bisschen ein Hin und Her, oder man muss das Sache immer wieder probieren durchzusetzen. Ich muss schnell etwas administrativ machen. Adrien, unsere nächste Sprechung für den nächsten Vortrag, du bist im falschen Raum. Den Link, den du uns schickst, wenn wir den nehmen, dann werden wir verbunden mit Victor Kjörfis Session. Wir sind in Victor Session. Genau, und die ist noch am Laufen in der FAQ. Und du solltest im Vorbereitungsraum sein. Ja, Panik. Genau, okay. Und der Link müsste irgendwie mit JYE heißen. Du bist jetzt in dem mit VWM. Genau. Du bist jetzt live drauf, Adrien. Willkommen. Hast du falsch gesteckt? Aber nee, ich bin. Du bist live auf Sendung. Ciao, Adrien. Also wie im normalen Leben, es gibt Leute, die kommen einfach. Mein Prop. Adrien, kann ich Adrien raus? Aber man hört mich nicht. Man hört dich. Doch. Ich schalte dich jetzt mal stumm, Adrien. Ich hoffe, für das bin ich nicht instruiert worden, aber wir haben noch 4 Minuten. Jetzt muss ich noch nachschauen, was wir fragen. Nochmal vielen Dank für die Antworten. Wer spricht da im Hintergrund noch? Das gehört auch nicht dazu. Eine Bemerkung noch, Daten sind nur sicher, wenn sie nicht existieren und jede Kopie erhöht die Datenwahrscheinlichkeit. Jetzt für mich noch eine Frage ist, ich sage jetzt, wir hier in diesem Vortragssaal, wir sind ein bisschen die Insider. Wie kriegen wir das hin, dass dieses Thema ein bisschen Öffentlichkeit bekommt? Also klar, wenn die große Katastrophe draußen ist, wie damals Fischen-Affäre, ja. Aber irgendwie müsste man doch das Thema auf einem Level halten können, dass es nicht die großen Katastrophen braucht. Was ist so da dein Tipp? Das ist eine sehr gute Frage. Man muss ja auch aufpassen, dass man das dann nicht einfach bagatellisiert. Oder? Also, ehrlich gesagt, einiges hat ja etwas total Ungezieltes und Stümperhaftes, was der Nachrichtendienst macht. Aber es ist trotzdem nicht einfach harmlos. Und ich denke, man muss sich einfach überlegen und auch immer wieder betonen, wenn man riskiert, so erfasst zu werden vom Nachrichtendienst, also das sind gewisse politische Einflussnahmen letztendlich oder das kann dann einige Leute auch davon abhalten, sich politisch zu engagieren oder für gewisse Themen sich politisch zu engagieren. Wenn man zu überlegen beginnt, ja, wenn ich mich jetzt zu diesem und jenem Thema äußere, dann lande ich in den Datenbanken des Nachrichtendienstes, dann lässt man es vielleicht bleiben. Und damit das nicht passiert, ist eben eine möglichst große Transparenz und möglichst auch der Kampf darum, dass der Nachrichtendienst halt möglichst wenig und nicht diese Datensammlung, nicht diese unzulässige Datensammlung betreibt, dann wichtig und das den Leuten klar machen. Ja, ich gehe mal davon aus, dass ich in meiner Funktion als Politiker eh schon in diversen Datenbanken, vielleicht sogar auch im Ausland drin bin. Von dem her, ich muss keine Angst haben, ein Thema anzufassen, weil ich bin eh schon drin. Mir ist auch bewusst, dass ich das wahrscheinlich ein bisschen weniger Privatsphäre habe. Das gehört zum Beruf dazu, aber ich finde, das gehört für uns Politik und vielleicht noch andere Funktionen dazu. Aber der Normalbürger, der sollte sich ohne Angst
auch mal zu jedem Thema online äußern können. Ich glaube, wir kommen hier auch zeitmäßig zum Ende dieser Fragerunde. Nochmals herzlichen Dank an Viktor. Du wirst nachher auch in dieser Welt sein. Ihr solltet das auch im Programm oder im Mail einen Link bekommen haben. Es gibt so Welten, wo man sich bewegen kann, wo er verschiedene Räume, verschiedene Leute treffen kann. Viktor wird sich hoffentlich dort auch noch ein bisschen aufhalten. Der nächste Vortrag beginnt in etwa einer Viertelstunde. Eine Rednerin habt ihr bereits gehört. Es geht um den Geheimdienst im Geheimdienst, alles zum Thema CryptoLeaks. Und ich bitte jetzt nochmal alle, auf welche Art auch immer, großen Applaus für Viktor.